zusammen und willkommen zu einer neuen Folge The Last of Us. Tommy führt uns gerade durch das Kraftwerk, das die wieder ans Laufen bringen wollen. Damit die hier ein bisschen Zivilisation aufbauen können. Okay, das ist gut. Langsam. Und wie läuft's? Braucht ihr Hilfe? Soll ich irgendwas machen? Das ist gut. Tommy ist hier. Sind wir fertig? Nur noch einen Moment. Okay, und das war's. Fertig. Mach schon. Rück drauf. Es geht los. Sollten wir in Deckung gehen? Oh. Gut gemacht, Jungs. Jemand sollte Maria die gute Nachricht übermitteln. Siehst du? Ganz schön beeindruckend. Du schuldest ihnen 2 Millionen. Okay, Joel. Reden wir. Das war gerade aus der Vorfolge ein Gag, weil er noch gesagt hat, so von wegen, ihr kriegt es leider nicht hin. Ich werde 2 Millionen. Gute Truppe seid ihr hier. Ja, sind gute Leute. Hier kriegen sie eine zweite Chance. Ist für alle noch eine Chance. Warum bist du aus Boston abgehauen? Ich erlebe jetzt Abenteuer, kleiner Bruder. Schätze, das hat wohl was mit dem Mädchen zu tun. Es hat sogar nur mit dem Mädchen zu tun. Gut. Erzähl schon. Sie ist immun. Immun wogegen? Ja, ich weiß. Aber ich habe gesehen, wie sie ohne Ende Sporen eingeatmet hat. Und nichts. Ich wollte es auch nicht glauben. Aber es ist so. Okay. Ich glaub's. Was soll sie hier? Sie muss irgendwie zu den Fireflies. So wie ich das hier einschätze. Ja. Könnt ihr sie hinbringen und kriegt dann den Lohn. Ich habe ewig kein Firefly gesehen. Aber du weißt, wo sie sind. Ich verlange nicht viel, Tommy. Einfache Ausrüstung und dann bin ich wieder weg. Warum sollte ich das für dich tun? Das ist nicht für mich, Tommy. Es geht um deine Sache. Meine Sache ist jetzt die Familie. Wir reden hier doch nicht von einem Spaziergang. Herrgott, nochmal. Soll Maria ein paar von deinen tollen Freunden dazu bringen? Die haben auch Familie. Tommy, es muss sein. Du willst Ausrüstung. Klar. Aber das Mädchen werde ich dir nicht abnehmen. So dankst du mir also alles, ha? Dir danken? Für die ganzen Jahre, die ich für dich da war. Für mich. So siehst du das. Ich habe nur Albträume aus der Zeit. Tommy, nur durch mich hast du überlebt. Hat sich nicht gelohnt. Ich bringe die Heilung für die Menschheit und du spielst bockiger kleiner Bruder? Wir sind nicht zu Hause. Fass mich noch einmal an und es wird böse für dich enden. Was war das? Das ist ein Angriff. Du weißt ja noch, wie man Leute umlegt, oder? Ich glaube, wir sind ganz gut in Übung sogar. Mist! Räuber! Haltet sie auf! Nein! Ich kann ihn nicht mehr retten. Sorry. Aber ich habe eine neue Pistole. Die ist so awesome. So bescheuert. El Diablo hat wieder zugeschlagen. Und El Diablo versteht keinen Spaß mit Räubern. Nein, mach das nicht. Behalten wir das da. Man könnte sagen, El Diablo ist sowas wie eine Räuberpistole. Nur, dass das keinen Sinn macht. Es ist eine Anti-Räuberpistole. Das Gegenteil von einer Räuberpistole. Was ich hier rede? Keine Ahnung. Was mache ich denn jetzt hier? Ach so, ich glaube, wir gehen jetzt hoch und erschießen alle. Das ist, glaube ich, der Plan. Ganz leise. Hä? Wo ist denn noch einer? Oh, ich glaube, da ist noch einer. Damn, ich schätze, durch Mauern kann die nicht schießen, leider. Oh,
Oh. Gut gekontert. Los, schnell zur Brücke. Oh, hast du mich erschrocken. Räuber, sie kommen ins Gebäude. Sofort. Ich muss hier noch schnell ein bisschen plündern. Sie sind hier, Ellie, versteck dich. Oh mein Gott, ich habe irgendwie das Gefühl, alle sind tot. Die ganzen Ingenieure, oder? Eine Axt. Eine Axt. Wartet mal ganz kurz. Ich muss da mal kurz ins Crafting-Menü, bitte. Ich habe noch nie eine Axt gehabt. Die können wir jetzt verbessern. Na guck. Jetzt haben wir eine Awesome-Axt. Also wäre eine Axt nicht schon awesome genug. Aber wir haben jetzt noch eine Scherenklinge so dran geklebt, dass die überhaupt keinen Sinn macht. Hey, whatever. So. Ah ja, da kommen sie. Vielleicht hätte ich zielen sollen. Ist es Freund oder Feind gewesen? Feind. Okay. Die Freunde haben, glaube ich, alle gelbe Helme auf. Du stehst echt ganz miserabel in Deckung, Freund. Willst du da echt stehen bleiben? Ah! Ich... Oh, oh. So, letzter Schuss. Der muss sitzen. Das wird der beste Schuss ever. Haha, cool. War wirklich ein schöner Schuss. Er konnte nur noch sagen, Brennarsch. Und schon brannte er. Das war wahrscheinlich sein magischer Spruch zur spontanen Selbstentzündung. Brennarsch! Nein! So. Ah, es ist so, ich ziel so schlecht. Vielleicht sollten wir doch ein bisschen das Waffenwackeln verringern. Bam. So, kleinen Moment. Wo ist denn da noch einer? Ach, da unten? Wirklich? Was macht denn der da unten? Sollen wir mal runtergehen zu dem und Hallo sagen? Hä? Wo ist denn jetzt hin? Unsichtbar. Oh, hallo! Jupp, das war brutal. Nein, sprinten ist der Knopf. Halt, ich will da kurz reinschauen. Eine Flasche brauchen wir nicht. Und auch sonst eher nicht so super spannend hier drin. Ich hoffe, das war ein Feind. Ich bin mir immer wieder nicht ganz sicher. Ich höre die ganze Zeit nur die stampfenden Fußstapfen unserer Begleiter. Und die stampfen so laut, dass ich niesen muss. Ich habe wirklich die Theorie, dass das dieser Popschutz ist, der mich immer niesen lässt. Aber ist nur eine Theorie, ich habe keine Ahnung. Hey! Oh, das ist Ellie! Selber. Wo sind sie denn? Du solltest nicht ganz so lässig hier... Genau. Wollte ich gerade sagen. Okay, cool. Blub, blub, blub. Crafting. Wir können gar nichts craften. Ich sollte wirklich mehr Granaten und so Zeugs einsetzen, oder? Ich weiß schon, dass die da drüben ist. Ich will die mich nur ein bisschen umsehen, bitte. Vielleicht ist noch... Oh nein! Bist du okay? Ja, ja, alles klar, alles klar. Joel! Oh Mann! Sie kam aus allen Richtungen und Maria schrie, wir müssen weg! Und dann sind wir über die Tische und der Riese schießt mit einer Schrotflinte. Ganz ruhig, ganz ruhig, hör zu! Hey, hey, bist du verletzt? Nein!
Gott verdammt. Ich muss mit dir reden. Vergiss es einfach. Der soll sich jemand anders suchen. Maria, ich kann das einfach nicht ablehnen. Ist dir klar, wie viele Männer wir verloren haben? Worüber sprechen die denn? Hat es was mit mir zu tun? Wir reden später darüber. Na und? Weißt du schon, wo das Labor wir ist? Wir reden darüber später. 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 Ein Fehler und ich gehöre zu diesen Witwen, okay? Ich muss das tun. Ich weiß nicht, was ich sonst sagen soll. Gut. Maria. Maria! Jetzt geht's los. Du. Wenn irgendwas schief geht, bist du schuld. Sie ist dankbar, weißt du? Ja, ich weiß. Ich bringe dein Mädchen zu den Fireflies. Brauchst dir keine Sorgen machen. Es ist das Beste. Vielleicht kommt ja was Gutes dabei raus. Ich rede erst mit Ellie. Nochmal, ich verstehe nichts. Joel! Was ist denn? Dein kleines Mädchen. Sie ist mit einem unserer Pferde abgehauen. Verdammt, wo lang? Komm mit. Ich hab sie gerade wegreiten sehen. Geh wieder rein. Hilf den anderen da aufzuräumen. Okay. Seid vorsichtig. Ja, ruhig. Ja. Da. Ich kann mir gut vorstellen, dass der zweite Teil open-worldiger wird mit mehr Pferdreiten oder so. Ist jetzt nur so eine... Also, keine Ahnung, aber das kann ich mir vorstellen. Ein bisschen vielleicht. Ich weiß aber nicht, ob das passt. Also, na, vielleicht auch nicht. Die Naughty Dog-Spiele sind ja schon immer sehr linear und die Narrative ist die Stärke und ich weiß nicht, ob das eine Open World tragen könnte. Schwierig. Schwierig. Wir finden sie. Keine Sorge. Okay. Komm. Macht sie das öfter mit dir? Eigentlich nicht. Ich weiß nicht, was sie hat. Schön hier eigentlich, oder? Echt krass, dass die wegen dieser kleinen Passage extra die Pferde eingebaut haben. Oder die Pferde hatten früher eine wichtigere Rolle und haben die Pferde wenigstens hier benutzt. Wenn die schon im Spiel sind, dann... Ich weiß nicht, wie man bremst. Hilfe! Sag mir, was ich tun soll. Ah. Gehen wir. Okay, na los. Na komm, da lang. Hufspuren, sie muss in dem Wald sein. Ellie, was soll das denn bloß? Aber wirklich, Ellie. Da, Spuren. Was, wo? Gut. Ich glaube, er hat nur komisch gezeigt. Ich bin schon auf dem richtigen Weg, glaube ich. Oder? Naja, jetzt sehe ich wirklich keine Spuren mehr, aber das ist der einzige Weg, oder? Jetzt bin ich mir echt nicht mehr sicher. Ah, doch, da sind wieder Spuren. Oh, oh. Wie viele sind es? 17. Geh außen rum, ich geb dir Deckung. Oder wir bleiben hier und erschießen alle. Dammit. Ich treffe den einfach nicht. Au, der mich schon. Okay, neuer Plan. Gib mir Deckung. Ich muss die Waffe wechseln. Okay, Achtung. Ah, dammit. So frustrating. Was hat er da geworfen? Finde ich nicht gut. Okay, ich treffe den nicht. Es hat keinen Sinn. Meiner Meinung nach habe ich den getroffen und der ist tot und Schluss. Das Spiel weiß es nur noch nicht. Feuerteufel. Komm her, du. So. Oh, oh. Hallo.
Ups. Ja. Bin ich gar nicht. Das ist eine Lüge. Ja, ihr seid da drüben. Ach, verdammt nochmal. Hilfe. So. So weit, so gut. Au. Knapp. Wow. Oh Gott, was für Chaos. Ich habe einen Plan. Ich weiß nicht, ob der gut ist. Läuft ganz gut anscheinend. Guter Plan. Ich habe noch einen Plan. Verarzten. Du bist echt keine gute Deckung. Also, er soll auch keine Deckung sein, aber er soll mir Deckung geben. Ui, caramba. So. Einen haben wir noch, mindestens. Ah, da habe ich ihn ganz kurz gehört. Da ist er drin. Irgendwie. Glaube ich. Könnte es sein? Hallo? Verdammt, der ist so leise. Man hört den gar nicht. Ich muss ihn aus der Deckung locken. Okay, ich glaube, er ist verschwunden. Ich glaube, wir haben gewonnen. Da hat gerade einer geredet. Aha. Yes. Das waren alle. Woher weißt du denn das bitte? Naja, vielleicht hat er mitgezählt und wusste aus irgendeinem Grund, wie viele es sind. Woher weißt du, wie viele es sind, Tommy? Kann ich dir wirklich trauen? Wahrscheinlich. Laden wir mal ein bisschen durch. Hier auch. Bei den meisten Waffen macht es ja sogar Sinn, aber dass er bei der Pistole halt immer das ganze Magazin rauswirft und dann Neues reinsteckt und dann ist die Waffe voll, aber keine Kugel geht verloren und er muss nie irgendwie Patronen in irgendwelche Magazine füllen. Das ist ziemlich praktisch. So, kann ich da hoch? Wahrscheinlich nicht über den Weg. Wenn, dann wahrscheinlich über den Weg. Hello, Person. Ach, das Häuschen ist komplett verbarrikadiert. Na schön. Dann gehen wir weiter. Aber hier ist irgendwie... können wir unsere Pferde wiederholen vielleicht? Ist wieder Pferdzeit. It's horse time. Und wie ist Ellie hier einfach durchgekommen? Vielleicht war gerade keiner zu Hause, als sie hier durchgegangen ist. Komm, zu den Pferden. Zu den Pferden. Ah, da kommen sie schon. Was für kluge, tolle Pferde. Die wissen genau... Oh, ich hätte gern das andere Pferd. Oh, na toll. Nein, du bist auch super. Hey, nicht falsch verstehen. Das andere hat... Also, ich meine... Wir beenden jetzt die Folge an der Stelle. Danke fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Beim nächsten Mal reiten wir noch ein bisschen durch die Gegend und schauen mal, was passiert. Ciao. Hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Folge The Last of Us Remastered. So, wir reiten jetzt mit unseren Pferden auf der Suche nach Ellie durch die Prärie. Kleines Banditenlager auf dem Weg. Nichts, was irgendwie problematisch wäre. Und ich frage mich, wie sie da durchgeritten ist, aber vielleicht einfach schnell. Und jetzt schauen wir mal. Die Spur geht hier weiter. Hoffentlich ist sie entkommen. Aha. Oder sie ist in eine Bärenhöhle geritten. Ja. Ich reite mal da lang. Ich weiß gar nicht, ob das Sinn macht, in so optionale Wege zu reiten, weil irgendwie kann ich ja nicht mal absteigen und looten, oder? Insofern bleiben wir einfach auf dem Hauptweg. Moment, reiten wir gerade im Kreis? Wahrscheinlich nicht. Oder? Wer weiß. Wer weiß.
Ach ja, wenn diese Pilzzombies und diese Menschen, die einen alle töten wollen, nicht wären, wäre es hier richtig schön idyllisch. Oh nein! Die muss da drin sein! Kennst du die Ranch? Ist die gut? Also warst du hier schon mal? Müssen wir hier absteigen? Können wir absteigen? Kann ich auf Kommando absteigen? Ich brauche Informationen, Bruder. Sag mir irgendwas. Drüber springen. Ah ja, drüber springen geht. Okay. Sieht sicher aus. Vorsicht. Ich bin immer vorsichtig. Herrli? Ungewöhnlich schön ist es hier. Da kann was nicht stimmen. Herrli? Ich bin hier. Oh, Herrgott. Überall diese Firefly-Anhänger. Nirgends Fireflies. Sie hat zwar gerufen, ich bin hier, aber von wo? Anscheinend nicht von hier drin. Oh, ich muss jetzt mal kurz, wartet mal. Ich muss jetzt mal kurz ganz dringend die... Ah, oh, die ist vollgeladen. Nein, ich kann einen Schuss reinladen. Na schau. Ups, dann können wir auch wieder einen Schuss mitnehmen. Drei verschwinden dann leider irgendwo im Äther, aber so ist es halt. Besser als nix. So, können wir gleich noch neue Molotow-Cocktails? Ach, ich habe schon wieder drei. Kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Ich dachte, ich habe in der letzten Folge alle weggeworfen, aber naja. Zucker. Heilung. So. Ach, da hinten. Ich schaue noch schnell rein. Oder waren wir hier schon? Ja, ich habe nämlich den Stuhl umgeworfen. Ich kann mich erinnern. Ellie, ich komme. Ich wollte nur hier noch irgendwie plündern. Aha. Nö. The Bash. Der Comic, den sie liest. Der Comic, den sie liest. Zero Point. Vor 15 Tagen hatte die Reisende die Entfernten... Was? Die Enttarnt... Nein, die Enttarnte von Neumann entdeckt. Was? Der Angriff tötete den Großteil der Mannschaft und vielleicht noch weniger. Was? Er unterbrach die Kettenreaktion im Nullpunktantrieb. Oh, mit Unterlichtgeschwindigkeit würde es 6000 Jahre dauern, die Heimatwelt der Reisenden zu erreichen. Sie ist nah, aber nicht nah genug. Die Hoffnung scheint für Daniela verloren zu sein. Das kriegt ihr schon hin. Chess? Strife? Sieht sehr aus wie das Spiel des Lebens, dieses Strife. Tasker ist Risiko. Crusader Quest oder so ähnlich. Chess. Oh, was für eine stylische Bettwäsche. was haben wir denn hier noch? Football-Poster. Stealth-Tag. Militär-Poster. Passend zur Bettwäsche. Molotow. Pferde. Bilder. Das Haus ist so seltsam unberührt, aber trotzdem sind die Spiegel kaputt. Mysteriös. Hey, guck mal, das sieht doch aus wie Schrott, oder? Wie Waffenteile. Nein, das ist ein Schminktäschchen. Ne, das sind auch Waffenteile vielleicht irgendwie. Die kann man bestimmt weaponizen. Die Waffen einer Frau. Sozusagen. Wie viele Zimmer gibt's hier? Und in wie vielen davon ist Ellie? Und wie viel muss ich noch durchsuchen, bevor ich in Ellies komme? Da ist sie. Haben Sie sich nur darum Sorgen gemacht? Jungs? Filme? Welcher Rock zu welchem Shirt passt? Das ist schräg. Steh auf. Wir gehen. Komm. Und wenn ich nicht will? Weißt du überhaupt, was dein Leben bedeutet? Ha? Einfach weglaufen, dich selbst in Gefahr bringen? Das ist ziemlich bescheuert. Na, dann sind wir wohl beide voneinander enttäuscht. Was willst du von mir? Gib zu, dass du mich die ganze Zeit loswerden wolltest. Tommy kennt das Gezicht besser als... Vergiss es!
Tut mir leid, aber ich vertraue ihm mehr als mir selbst. Hör auf mit dem Scheiß. Wovor hast du solche Angst? Dass ich so ende wie Sam? Ich kann mich nicht infizieren. Ich komme gut zurecht. Wie viele Beinahe-Unfälle hatten wir schon? Na, bis jetzt ist es doch ganz gut gelaufen. Und ab jetzt läuft es noch besser mit Tommy. Weißt du, ich bin nicht Was? Sie. Maria hat mir von Sarah erzählt. Ellie! Du bewegst dich hier auf verdammt dünnem Eis. Es tut mir wirklich leid für dich, Joel. Aber ich habe auch jemanden verloren. Du hast keine Ahnung, was Verlust heißt. Alle, die mir wichtig waren, sind entweder gestorben oder abgehauen. Alle? Außer dir, verdammt! Also sag nicht, dass ich bei jemand anders sicherer bin, denn das macht mir einfach nur noch mehr Angst, verdammt! Du hast recht. Du bist nicht meine Tochter. Und ich bin ganz sicher nicht dein Dad. Und ab jetzt gehen wir getrennte Wege. Lass das jetzt! Wir sind nicht allein! Zwei kommen gerade rein. Und da sind schon welche da. Hey, hier. Schau dich da drüben um. Habt ihr jetzt davon? Das habt ihr jetzt auch davon. Warte, dass ich den nicht erwischt habe. Damit habe ich nicht gerechnet. Dammit. Ach, come on. Es hätte so gut laufen können. Wo ist er jetzt hin? Der ist gepanzert. Der ist gepanzert. Ach, verdammt. Ich habe mein Panzerbrechgewehr nicht. Wo ist er denn? Da ist er. Ja, so läuft das. Aber das waren anscheinend immer noch nicht alle, sonst... Okay. Ah, alles sauber. Sonst würde jemand sagen, dass alles okay ist. Gleich, ich hole mir noch die Munition hier. So. Von mir aus können wir dann gehen. Warte, vielleicht will ich meine... Okay, gehen wir. Ah, oh, Moment. Ich gehe noch schnell aufs Klo. Flip. So. Jetzt aber. Alles klar. Brauchst du Hilfe? Geht schon. Haben alle Pferde durchgetauscht, oder? Warum krieg ich nicht das rot-weiß Gefleckte? Ist es denn zu viel verlangt? Joel kann es auch nicht fassen, dass er nicht das schwarz-weiß gefleckte Pferd hat. Der ist ganz außer sich. Das ist es. Heute machen wir einen Kinoabend. Wo ist dieses Labor? Am anderen Ende. Universität von Ost-Colorado. Die Bighorns.
Ellie, runter vom Pferd. Gib es bitte Tommy. Ich würde es gern behalten, wenn es dir recht ist. Na los, ich sage es nicht nochmal. Was hast du vor? Naja, deine Frau macht mir Angst. Ich will nicht, dass sie wütend wird. Tut mir leid, dass ich das Pferd gestohlen habe. Hey, komm mit zurück und lass uns noch mal drüber reden. Ja, du kennst mich. Ich bin ein sturer Bock. Universität von Ost-Colorado. Und wie finde ich dieses Labor? Im Forschungstrakt. Sieht aus wie ein großer Spiegel. Könnt's nicht verfehlen. Pass gut auf deine Frau auf. Du bist immer willkommen, okay? Alles klar? Alles klar. Adios, kleiner Bruder. Na los. Kriegt das andere Team den Ball? Genau, das ist ein Turnover. Und wenn man die 10 Yards schafft, ist wieder erster Angriff? First down, genau. Mann, wie kompliziert. Man muss es nur ein paar Mal spielen, dann weiß man das. Ah, man kann vom Pferd absteigen, wenn man Dreieck drückt. Gut zu wissen. Dann reiten wir vielleicht noch ein bisschen durch die Gegend und schauen uns um. Pferdchen, 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 Pferd. Eine Luke im Boden könnte man sich anschauen. Oder? Komm! Oh, Kraut. Ruhig, Carlos. Was ist Carlos überhaupt für ein Name? Du hättest Tommy ja fragen können, wie er heißt. Carlos. Naja, aber was ist denn an Carlos auszusetzen? Ich meine, keine Ahnung. Wir reiten zum Innenhof. Von da sollten wir den Campus überblicken können. Und damit meine ich, du reitest zum Innenhof. Ich laufe hier zu Fuß rum. Ellie? Kommst du mit dem Pferd hinterher? Ja, gut. Großer Spiegel. Großer Spiegel. Ne, kein großer Spiegel. Ein großer Bock. Kann es sein, dass er in irgendeinem komischen Slang Bock und Spiegel verwechselt hat, oder? Unwahrscheinlich, oder? Schade. Ich glaube, ich gehe mal da rein. Das sieht nach Werkstatt aus. Noch ein bisschen Schrott. Aber wir hatten doch gerade erst eine Werkbank. Ich habe wahrscheinlich noch nicht mal ansatzweise genug Schrott zusammengesammelt. Oder? Könnte man glauben. Pillen. Cool. Da hinten ist noch ein bisschen Schrott. Soll ich mal da nach oben gehen? Ich weiß nicht. Jetzt gehen wir erstmal... Ui! Jetzt gehen wir erstmal hier hin und haben einen Flammenwerfer. Hell yeah! Was zur Hölle? Flammenwerfer. I think I like that. So. Ich glaube, an dem wird gleich mal ein bisschen rumgebastelt. Flammenwerferkapazität. Oh Mann, ey. Ich brauche mehr. Ich habe bestimmt einen übersehen, oder? Ich habe auch beim ersten Mal durchspielen einen übersehen und konnte bis zum Schluss nicht Stufe 5 upgraden. Da könnte man sogar echt Schaden bei dem upgraden. Oh nein! Oh, das ist bitter. Na, laden wir halt. Craften wir halt. Oh Gott, der ist echt schwer zu upgraden. Ich hasse den. Pistolen upgraden ist auch immer eine gute Idee, weil die benutze ich oft. Nein, warte mal. Können wir hier nicht irgendwie panten? Nein, können wir nicht. Wisst ihr was? Ich glaube, ich spare den Schrott, bis wir das nächste Werkzeugset haben. Aber der Flammenwerfer, den finde ich jetzt schon ziemlich gut. In der nächsten Pilzhöhle wird der, glaube ich, echt nützlich.
Eine Machete? Oh, aber die Axt hat noch einen Selbstverteidigungsknubbel. Kann ich jetzt leider nicht gegen eine Magnete eintauschen. Die gute alte Magnete. Ja, lernen, feiern, sich selbst finden. Herausfinden, was sie vom Leben wollen. Was sie von ihrem Leben wollen? Ah, okay. Hier war zumindest jemand. Genau. Vielleicht. 29.8. Nichts. Hatten die nicht mal gesagt, dass Leute vorbeikommen? Warum sollen wir draußen sein, wenn hier nichts passiert? 1.9. Noch immer nichts. Mark hört nicht auf zu nörgeln. Wenigstens hast du hier Zeit zum Lesen. Wachdienst im Labor zu schieben ist das wahre Elend. Eingang. 5 neue Rekruten aus der Quarantänezone Chicago. Ha, endlich einer. Was? Ha, endlich. Einer hat mir ein Päckchen Kippen. Für gute Arbeit gegeben. Nett. Eingang. 6 Typen aus dem Hauptquartier. 6 Leute für einen Truck? Da muss irgendwas bla 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 bla. Eingang. 10 Millionen Werwölfe. Weil Halloween ist. Oh. Bei uns ist leider erst morgen Halloween, aber es passt trotzdem ganz gut. Naja. Halloween ist ja unser Thema. Kurz Thema. Ah ja. Ausgang. Speer, bla bla bla. Ein Biologe aus San Francisco. Richtiges Arschloch, pass auf ihn auf. Eingang 3, neue Rekruten. 22.02. 10 Kisten aus dem UT-Krankenhaus Laborkammer. Aha, okay. Aber hier scheint irgendwie nicht mehr viel los zu sein, oder? Da fragt man sich schon. What happened? Wo sind die? Und ich frage mich auch, habe ich was übersehen? Dass es hier nicht weitergeht, wundert mich. Aber es kann schon sein, dass es hier einfach nicht weitergeht. Vielleicht findet man hier nur den Wachposten. Scheinbar. Dann schauen wir nochmal runter und schauen uns unten noch ein bisschen um. Aber Leute, wir müssen jetzt eh die Folge hier an der Stelle leider beenden. Ich bedanke mich auf jeden Fall herzlich fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Leider habe ich hier jetzt keinen Werkzeugkasten gefunden. Ich hätte gehofft, dass wir wenigstens einen 4. kriegen jetzt hier. Aber, naja, ich habe bestimmt ganz viel übersehen. Aber so wichtig ist es eh auch nicht. Bis morgen dann. Macht's gut. Ciao. Hi Leute und Happy Halloween. Wir sind hier gerade an der Universität, wo angeblich ein Firefly-Labor eingerichtet werden sein soll, hat wollen werden, getut. Aber irgendwie ist hier niemand. Angeblich sollen wir Ellie hierher bringen und die wüssten dann schon, was zu tun ist oder so. Aber es sieht ziemlich ausgestorben aus, ehrlich gesagt. Ich weiß jetzt auch gerade gar nicht mehr, wo wir hin sollen. Weil hier geht's auch nicht weiter. Es sei denn, wir können hier mit unserem Pferd drüber hüpfen. Das könnte schon sein. Pferd? Gut mal. Ich habe einen Job für dich. Hoia! Das macht Spaß. Cool. Das Pferd ist awesome. I like Horsey. Horsey? Ich muss noch mal kurz absteigen. Ich schau noch mal da rein. Bleib bei Kallus. Genau, bleib bei Kallus. Ich hasse den Namen. Vielleicht hasst der Name auch dich. Wie viele Leute sind da wohl? Fireflies, meine ich. Es müssen einige sein für so ein Vorhaben. Ob wer in meinem Alter dabei ist? Ach, keine Ahnung. Irgendwie ungewöhnlich. Ich meine, warum sollte das Pferd hier nicht reinreiten, wenn es reinpasst? Aber ungewöhnlich mit einem Pferd hier so durchzureiten irgendwie, oder? Oh, wenn ich jetzt hier durchgehe, kommen wir bestimmt in einen neuen Levelabschnitt. Da würde ich mich fast gern noch mal kurz ein bisschen umschauen. Weil wer weiß, ob wir draußen nicht doch noch was Cooles finden. Nur kurz so drüber schauen mal draußen. Nur kurz eine Runde drehen. Wahrscheinlich ist da eh nichts, aber... Achtung, Kopf einziehen. Die machen das wirklich. Das finde ich mal großartig. Sowas finde ich echt großartig.
Okay, hier geht's nicht weiter. Kallus, da lang. Nö. Na dann, reiten wir wieder rein. Na komm, die Treppe schaffst du schon, Kallus. Achtung, jetzt wieder alle Kopf einziehen. Ach so, nee, aber jetzt. Schön. Schön gemacht. Und jetzt müssen wir leider ohne Kallus weiter. Mach's gut, Kallus. Du warst ein treuer Freund. Ich warte. Wirklich? Kommst du nicht mit? Oh oh. Oh oh. Oh oh. Bin gleich zurück. Oh oh. Jetzt haben wir den Salat. Da ist eine ganz schöne Party oben. Jo. Das sieht mir zusammengepfuscht aus. Schön. Dann werden wir da wohl hochgehen und alle töten, weil aus irgendeinem Grund hält das Joel für eine absolut fantastische Idee. Keine Ahnung, was er sich erwartet. Offensichtlich sind da keine Wissenschaftler mehr. Aber vielleicht super Labor-Equipment, das ihm Superkräfte verleiht. Vielleicht ist das seine Überlegung. Dann kann ich schon verstehen. Wer hätte nicht gern Superkräfte? Ein gelbes Kabel? Oh, hallo. Nein, Moment mal. Nachladen. Flammenwerfermunition, und zwar viel. Warum haben die so viel Flammenwerfermunition? Komisch, aber ich beschwere mich überhaupt nicht. Aber die hebe ich mir auf für einen ganz speziellen Anlass. Das heißt, ich werde die nie benutzen. Nein, ich habe mir fest vorgenommen, die wirklich zu benutzen. Okay, Minispiel. Wir schmeißen den Generator an, Minispiel. Eines der seltsamsten Quicktime-Minispiele in jedem Videospiel ever. Oder? Ich find schon. Ich habe immer ein bisschen Angst, wenn ich so laut bin, dass gleich 100.000 von überall rausrennen, aber nö. Okay. Dann gehe ich mal auf den Balkon. Ha. Also wir können uns ziemlich sicher sein, dass hier keiner mehr ist, oder? Außer die haben den Flügel aufgegeben. Aber stimmt, wir sollen ja irgendwas suchen, das wie ein großer Spiegel aussieht. Ich sehe hier aber immer noch keinen großen Spiegel. Vielleicht sind wir hier gar nicht richtig. Ich glaube, wir haben uns verlaufen, Ellie. Gehen wir nochmal zurück und fragen nochmal nach dem Weg. Würde ich sagen. Okay, von was habe ich jetzt eigentlich gerade den Generator angeworfen? Wir wissen es nicht so genau. Mal schauen. Irgendeinen Generator haben wir definitiv angeworfen. Ich hab's genau gehört. Hey, ich hab überlegt, ich wäre gern Astronauten geworden. Tatsächlich? Ja, wie es wohl ist, allein im Weltall zu sein. Das wäre cool. Glaube ich. Warte, da ist ein Zettel, den hätte ich vorher gern gelesen. Vielleicht steht da, was wir machen müssen. Was ist mit dir? Was wolltest du werden? Oh. Tja, als ich klein war, wollte ich wohl Sänger werden. Ach, Quatsch. Nein, wirklich. Sing etwas. Nein. Na los, ich lach nicht. Das wird nichts. Joel, bitte. Ja, was singt er jetzt oder nicht? Nee, scheinbar nicht. Na gut. Nothing. Taschenlampe geht aus. So, geschüttelt, nicht gerührt. Dann geht die wieder. Wenn wir zwei Miniguns finden, können wir die links und rechts an das Pferd montieren und eben auch so eine Panzerung bauen. Wäre das möglich? Das fände ich so gut. Bitte, 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 bitte. Da habe ich in Metal Gear Solid 5 immer drauf gewartet, dass man D-Horse endlich sein Panzer-Outfit geben kann. Aber es kriegt schon so eine Kampfrüstung und hält dann super viel aus. Aber so richtig waffentechnisch wird es nie
effektiv, das Pferd leider. Außer natürlich die Pupihaufen. Pferdemist. Super Minen gegen Autos. Ach, das Spiel ist großartig. So, Ellie. Ich glaube, wir gehen die Treppe hoch. Weißt du was, reiten wir. Ich bin so lahm. Putsch doch mal. Castello oder wie das Pferd gleich nochmal heißt, ist doch ein bisschen schneller. Außerdem müssen wir hier über die Hürde springen. Sind das Affen? Ja, eine ganze Horde. Die kriegen wir. Die führen uns bestimmt zur Hexe des Nordens. Das war richtig toll. War das dein erster Affe? Das war mein erster Affe. Ich fand's auch cool. Gom! Aber wohin? Das weiß keiner so genau. Ich reib mal hier ein bisschen über den Hof. Oho! Naja, warum nicht? Können wir irgendwas craften eigentlich zufällig? Wir könnten unseren Lauschmodus noch optimieren. So. Außerdem machen wir noch einen Molotow-Cocktail. Und eine Nagelbombe. Zack. So, bleib du mal kurz hier. Ich bin gleich wieder da. Ich will nur kurz schauen, ob hier irgendwo vielleicht ein Eingang ist oder irgendwas. Ich weiß ja nicht. Ich meine, hier hat offensichtlich jemand gelebt und sich verbarrikadiert. Aber schon allein, dass wir so viel Runner... Oh, ein Firefly-Zeichen, na immerhin. Aber schon allein, dass wir so viel Runner da gefunden haben, gerade eben. In diesem Haus, wo der Generator ist für das Tor, ist kein gutes Zeichen. Und ich sehe nichts, was wie ein großer Spiegel aussieht. Ich habe es vor dir gesehen. Und wo sind die? Es sieht echt irgendwie verlassen aus. Oder? Als wäre zumindest schon echt, echt lange keiner mehr gewesen. Joel da, hat sie gesagt. Wo denn da? Ich weiß auch nicht, wo sie ist. Ich hätte auch echt gern das Pferd. Warum bin ich gleich nochmal zu Fuß hier lang gegangen? Ellie, hol mich bitte ab mit deinem Pferd. Mir tun die Beine weh, ich kann nicht mehr. Bitte kurz rücken. Danke. Okay, na los. Okay, auf geht's. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, wenn ich eine Widerstandsgruppe wäre, hätte ich nicht so ein kompliziertes Zeichen. Gut, ein Zeichen der Fireflies. Das muss doch unter Umständen schnell und zügig irgendwo hingesprüht werden können. Und hier braucht man eine Schablone. Und ohne Schablone wird es schwer zu erkennen wahrscheinlich. Finde ich nicht gut durchdacht. Wie wäre es denn einfach mit einem X? Mit einem X mit einem Strich durch. Wie so ein Firefly halt. Wie so eine Libelle halt. Also so ein X mit einer Vertikalen drin. Wisst ihr, was ich meine? Und fertig ist das Firefly-Symbol. Naja, sagt mir, wo wir hin müssen, bitte. Ich glaube, ich weiß schon hier lang. Okay, und jetzt zum Tor. Hier ist zumindest ziemlich viel Gelb. Disconnect Generator when not on duty. Achso. Der bewegt sich nicht. Wie kommen wir zu dem Generator? Ellie? Da steht noch ein Generator. Ach was. Jetzt? Knapp vorbei? Hä? Oh, Kabel abgetrennt. Das haben sie wohl hingebastelt. Okay, du bleibst hier und... Hältst das Pferd. Warum hältst du nicht das Pferd? Weiß ich auch nicht. Leid, ich bin nervös.
Du kannst von mir aus auch gehen. Das ist okay. Dann warte ich hier einfach. Tu dir keinen Zwang an. Schlüsselfächer. Alle aufbrechen. Eine Karte. Wartet mal. Da steht irgendwas. Infected. Supping through. Need to reinforce. Sniper Nest. Okay. Ich habe Angst. Ich höre doch was. Ich höre doch schleimige Schritte. Oder? Oder sind es meine eigenen Schritte? Habe ich Angst vor meinen eigenen Schritten? Vielleicht. Könnte ich mir vorstellen. Wäre nichts Neues. Ist da ein Zombie hinterm Duschvorhang? Vielleicht. Wäre auch nichts Neues. Aber wir wissen es nicht. Und deswegen gehe ich weiter. Taschenlampe. Ja. Oh. Das sind doch Pilzsporen, oder? Ah, wenn das mal nicht irgendwie in einer Katastrophe endet. Dann fresse ich einen Besen. Und ich muss dazu sagen, ich mag Besen nicht unbedingt sehr gerne. Ich esse die schon zur Not eigentlich, aber wenn es was anderes gibt, dann verzichte ich lieber auf Besen. Verdammt, Sporen. Yep, genau. Genau, was ich dachte. Zum Glück hat hier irgendwer Pfeile mitgenommen aufs College. Oh, einen voll modifizierten Baseballschläger. Mach's gut, nicht ganz voll modifizierte Axt. Ich werde dich in guter Erinnerung behalten. Wir werden immer Freunde bleiben. In ewiger Liebe. Oh, ab in die Pilzsporenhölle. Na, da freue ich mich ja. Flammenwerfer, ich glaube, du bist jetzt mein neuer bester Freund. Na herrlich. Okay, Party. Party. Habe ich den irgendwie nicht erwischt? Nee. Wie wenig Reichweite hat denn der? Oh mein Gott. Ich muss nachladen. Unfair. Stirb, Dicker! Soll ich mal wechseln und schießen und so? War's das? War's das? Ich glaube schon. Das war halb so wild. Na, mit der richtigen Bewaffnung ist das alles gar nicht so schlimm. Ein paar Messer, ein paar Flammenwerfer, ein paar Schuss Schrotflinte, nachladen. Und schon hat man das Schlimmste hinter sich. Und ein Firefly-Medaillon auch noch. Na dann. Hey, ich kann mich noch an die Stelle hier erinnern. Ich kann mich deswegen so genau erinnern, weil das für mich so eine total krasse, heftige Stelle war. Und jetzt, wenn das alles war, ist es irgendwie gar nicht so schlimm. So, die Defense-Messer sind schon Gold wert. Zweimal habe ich einen One-Hit-Kill abgewehrt dadurch. Machen wir gleich mal Neues. Ja, okay. Warum ist da Flammenwerfer-Munition? Warum hat jemand... Ich weiß ja nicht. Vielleicht ist das ja einfach nur ganz normaler irgendwas Tank. Wisst ihr, wie ich meine? Gar nicht unbedingt
Flammenwerfermunition, also nicht als solche gedacht und produziert worden, sondern man kann es auch zum Grillen für den Propangasgrill benutzen. Ich kenne mich nicht aus, keine Ahnung. Ich sage nur, könnte sein. Wie wäre es mit durchs Fenster springen? Irgendwas durchs Fenster werfen oder so? Danke. Danke, McFlammwerfer. Du hast uns hier echt irgendwie ganz schön geholfen. Danke, McFlanky. Herrlich. So, wenn das jetzt nicht ganz so, dann wäre das jetzt auch sehr schön gewesen für unsere Halloween-Woche, diese Passage. Aber leider war ich einfach doch sehr mächtig. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich mich beschwere, dass ich zu mächtig bin in dem Spiel. Hey, bla 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 bla. Kapla! Okay. Meine Tür steht offen, ich bitte euch herein, denn was mir gehört, soll auch euer sein. Ist die Muppets Weihnachtsgeschichte. Hey, was war da denn los? Infizierte, mir geht's gut. Hier, mach jetzt das Tor auf. Bin schon da. Mach mal keinen Stress. Ich brauche, glaube ich, die Steckdose erstmal. Nein, müssen wir den Generator zum Stecker bringen. Okay, machen wir es so rum. Machen wir es auf deine Art. La 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 la. So. Lustiges Generatorstart-Minispiel. Achso, auf Dreieck, nicht auf X. Ich will immer X drücken. Ja, das war schon ganz gut. Oh, der war super. Und ihr jetzt? Ich habe das Gefühl, es ist komplett egal, wann man Dreieck drückt. Immer aufs dritte Mal. Ha, geschafft! Wäre auch echt blöd, wenn das jetzt nicht funktioniert hätte. So. Die Klicker. Waren das Fireflies? Nein. Nein, ich glaube nicht. So, Leute. Infizierte so nah beim Labor. Bill nutzte sie als Verteidigung. Vielleicht machen sie das auch. Ah, das macht ja Sinn. Das verstehe ich. Das könnte sein. So, aber wir müssen jetzt leider zur Verteidigung nutzen, dass die Folge zu Ende ist. Hä? Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Happy Halloween. Infizierte so nah beim Labor. Und willkommen. Bill nutzte sie als Verteidigung. Vielleicht machen sie das auch. Vielleicht machen sie das auch. Das verstehe ich. Das versteht sie. So, ah, The Last of Us ist wieder dran, immer noch. Sind wir durch die orange Tür da oben gekommen? Ich glaube schon, oder? Ich kann mich nicht mehr genau erinnern. Ist wieder eine kurze Pause zwischen den Folgen gewesen bei mir, Real Life und so. Aber ich glaube, es stimmt alles. Alles ist gut, alles ist gut. Ganz cool bleiben. Wow. Und habt ihr Halloween gut überstanden? Habt ihr was gemacht? Habt ihr irgendwas getan? Ah, ohne Anlauf will das Pferd nicht. Na gut, Pferd. Dann lasst uns rausfinden, wie Sprinten gleich nochmal funktioniert. Nein, das war nicht Sprinten. Los, Rutsch. Rutsch, los. Interessant. Nein, auch nicht. Okay, ah, ja. Da haben wir es. So ziemlich die letzte Taste auf dem Controller, die ich noch nicht versucht habe. Na los! So. Kein gar nichts. Ja, langsam sollten wir jemanden treffen. Gehen wir rein. Wo denn rein? Also irgendwie sieht hier auch gar nichts aus wie ein großer Spiegel, oder? Ich weiß nicht, ob wir hier nicht falsch sind. Joel, ich weiß nicht, ob wir hier nicht falsch sind. Vielleicht sollten wir unsere Sachen packen
Und irgendwie ein andermal wieder kommen, oder? Keine Ahnung. Irgendwas stimmt nicht. Warst du an so einer Schule? An der Universität? Ja. Nein, zumindest nicht als Student. Wie kommt's? Ja, als Sarah kam, war ich noch sehr jung. Oh. Warst du verheiratet? Eine Weile. Was ist passiert? Okay. Zu viel? Zu viel. Okay. Gewehrmunition. Pistolenmunition. Nice. So, und hier haben wir noch mehr Kisten. Ach, wenn man doch nur in die Kisten schauen könnte. Ich bin mir sicher, in den Kisten wäre so viel Schrott, den man brauchen könnte. Aber wir haben keine Zeit für Kisten. Aber da hinten sind noch Zelte. Ups, wir haben durchaus Zeit, uns Zelte anzuschauen, glaube ich. Und vielleicht auch in Lastwagen. Nein, okay, nicht in Lastwagen, gut. Von mir aus Spiel. Diesmal hast du gewonnen, Spiel. Aber das nächste Mal werde ich deinen Lastwagen und deine Kisten so looten, ey. Zack, bam, Firefly. Das sollten wir. Was sollten wir? Hallo? Wer sollte was? Habe ich was nicht mitgekriegt? Ich glaube, Ellie hat irgendwas gesagt, aber Joel hat es mit seinem Supergehör gehört, obwohl sie am anderen Ende der Welt war. Das ist schon ziemlich praktisch, wenn man so ein Supergehör hat. Ich glaube, ich habe eine neue Pferdesollsprungstelle gefunden. Pferd, ich habe eine neue Sollsprungpfelle gezogen. Wo bist du denn? Ich dachte, irgendwie reitet mir Ellie hinterher mit dem Pferd, aber irgendwie stimmt es nicht. Wie heißt das Pferd gleich nochmal? Ich weiß nicht. Für mich wird es immer ein Gustav bleiben. Ein Heribert Gustav, der Große. Sieht so ein bisschen auch aus wie... Nee, eigentlich gar nicht. Na gut, egal. Ich nehme es zurück. Hey! Warte mal, bin ich hier? Achso, ich bin schon drüber gesprungen. Alles klar. Danke, Heribert Gustav der Dritte. Hey, wie wär's da drüben? Wo da drüben? Es hat zwar gerade das Geräusch gemacht, als würde es mir irgendwie einen Tipp geben. Mir hat es aber keinen Tipp gegeben. Aber ich gehe jetzt mal durch die Tür da. Wie sieht es eigentlich in der Kanalisation aus? Kann man nicht die Kanalisation zum Reisen benutzen? Na, kann mir vorstellen, dass in der Kanalisation extrem viel Pilzzeugs unterwegs ist, ne? Feucht und warm. Ich weiß nicht, ob es in der Kanalisation warm ist. Dieses unauffällig beleuchtete Fenster. Ich verstehe. Warum sind denn die Stoppfetzen da nicht gelb? Da kann ich es ja nicht finden, wenn die nicht gelb sind. Das ganze Spiel lang werde ich darauf konditioniert, auf gelb zu reagieren. Und jetzt auf einmal sind da graue Stofffetzen. Unverschämtheit. Wollen wir uns nicht schon langsam auch einen Unterschlupf für die Nacht suchen? Wir drei. Das Pferd nicht, okay. Zugerostet. Hier kommen wir nicht durch. Wenn ich... Kommen wir rüber. Nein, okay, ich glaub's, dass wir nicht durchkommen. Ist okay. Zugerostet. Ich glaube ehrlich gesagt eher die Kette hier ist das Problem. Aber wenn Joel meint, es ist zugerostet, dann ist es halt von mir aus zugerostet. Da müssen wir mal woanders gucken, ob wir irgendwo drüber klettern können. Sagt mir, wenn ihr was seht. Okay, das ist das. Und hier ist hier. Und wenn man über die Solardinger und dann wenn man, ich habe keine Ahnung, wenn man durch die Tür da oben könnte, die ich vorher entdeckt habe, dann und dann kommt man auf der anderen Seite wieder raus oder so. Das wird Sinn machen, finde ich. Ich finde, das wird Sinn machen. Hier ist ja überall gar nichts. Spiel, ich brauche noch einen Tipp. Ich komme nicht weiter, Spiel. Komm schon, Spiel, gib mir noch einen Tipp. Oh, warte, hier wird mir irgendwas angezeigt. Mülleimer schieben. Na klar. Den habe ich jetzt überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Vielleicht rammen wir sogar das Tor auf damit, statt den einfach dahin zu schieben, was so bergab geht. Und... Wow.
Der muss ganz schön schwer gewesen sein, oder? Was geht? Doch, das war, was ich wollte. Lüg doch gar nicht. Nicht du. Lüg doch du nicht. Nicht lügen. Nö, 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 nö. Vielleicht über den Lastwagen, Ellie, was sagst du? Cool, oder? Cool. So. Okay. Oh oh, Cutscene. Okay, wir sind drin. Komm, Kleine, gib mir die Hand. Na bitte. Danke. Was sonst nichts? Ich dachte jetzt irgendwie ein Angriff im Hinterhalt, keine Ahnung. Wundert mich. Ich dachte echt, jetzt passiert was. Die kann doch allein so Vorsprünge hochklettern. Macht die doch schon den ganzen Tag. Hallo. Hallo. Wo sind Sie? Ich? Seit wann sitzen wir uns? Frau Ellie. Ich weiß nicht mal Ihren Nachnamen, gnädige Frau. Wie soll ich Sie denn sitzen? Tja, keine Ahnung. Scrap. Mr. Scraps. Hat wieder zugeschlagen. Hey, Mr. Werkbank-Spansky. Hier müsste es doch ganz gut gehen. Werkbank-Bank-Bonski. Genau so und nicht anders. Was machen wir denn? Ich weiß es immer nicht. Ich finde immer... Die Upgrades hier sind so... Die machen einfach... Das ist alles so... Schulterzucken. Irgendwie. Ich bin mir auch nicht sicher. Wisst ihr was? Da machen wir es jetzt einfach systematisch. So, der Reihe nach. Solange es geht, griden wir jetzt einfach ab. Ich glaube, die Standardpistole wird jetzt ziemlich maximiert, so wenn ich mir das so ansehe. Na, wahrscheinlich wird das Grab gerade so ein bisschen zu wenig. Nein, reicht perfekt. Perfekte Pistole. Nicht mal ein Achievement für eine perfekte Pistole. Na, vielleicht doch, und ich habe sie schon bekommen beim ersten Playthrough oder so. Damals. Vor langer, langer Zeit. So geht es doch. Wenn wir noch einen Werkzeugkasten finden täten. Aber jetzt habe ich sowieso den ganzen Scrap verbraucht schon. Scrap. Ich weiß gar nicht, wie Scrap in dem Spiel im Deutschen in Wirklichkeit heißt. Plunder, Metallschrott oder sowas heißt es doch, oder? Oder, nee. Ich weiß es nicht. Ellie, Ellie, Ellie steht so blöd herum. Kannst du dich auch ein bisschen looten? Kannst du nicht irgendwie sagen, oh, das wäre so ein gutes Feature. Stell dir mal vor, man wird dann in so ein Gebiet kommen. Weil es gibt ja immer diese Gebiete, die sind ganz klar zum Erkunden und zum Looten da. Also, die werden dann später immer auch Kampfgebiete oder meistens. Aber es ist schon immer, es gibt so die Abschnitte, wo das Spiel sagt, so und jetzt kannst du durchatmen und dich hier einfach ein bisschen umsehen. Keine Rätsel, keine Gegner, chill. Und das wäre doch voll cool, wenn man in diesen Bereichen so eine kleine Minimap eingeblendet hätte. Aber das spricht nur mein Looter-Herz. Und dann sieht man, welche Räume man schon durchsucht hat und welche nicht. Und wenn man einen Raum fertig durchsucht hat und alles gefunden hat, wird auf der Minimap grün. Und wenn Ellie einen fertig durchsucht hat und die alles gefunden hat, dann wird der irgendwie gelb oder so. Und dann weiß man am Schluss, aha, ich und mein NPC-Begleiter haben jetzt, wenn alles gelb und grün ist, die ganze Map komplett abgeräumt und dann wird alles zusammen in einen Topf geworfen und dann sieht man nochmal eine Auflistung und dann macht so bling, 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 bling. Dann kriegt man Punkte. Nee, weiß es nicht. Doch, ja, irgendwie sowas stelle ich mir nett vor in meinem verrückten Looterhirn. Juhu! Fireflies? Euer Heilmittel ist hier. Seien wir leise, bis wir wissen, was hier los ist. Das wäre überhaupt ein gutes Spielkonzept. Meint ihr wirklich, das wäre ein gutes Spielkonzept? Ein Spiel des Looten, des Plündern, des Durchsuchen von schön dekorierten Räumen im Fokus hat. Ich weiß nicht, ob das funktionieren würde. So der Plündersimulator. Und
irgendwie kriegt man Punkte für Loot und man hat eine zeitliche Begrenzung oder so und muss so schnell wie es geht. Nein, nein, das klingt nach einem furchtbar langweiligen Spiel. Vor allem muss ja das Plündern in solchen Spielen immer auch zweckgebunden sein. Plündern an sich macht schon Spaß, aber wenn man nicht irgendwie... Nee. Das ist keine gute Idee. Ich würde es trotzdem in einem Game Death, wie heißen die, diese Events, wo sich irgendwelche Indie-Entwickler treffen und dann um die Wette ein Spiel entwickeln, also nicht um die Wette, sondern das heißt, ihr habt 24 Stunden Zeit, macht ein Spiel zum Thema so und so. Da würde ich schon Loot-Simulator machen. Einfach nur Räume plündern. Und der richtig gute Stuff ist halt voll irre versteckt und man muss richtig coole Rätsel lösen. So stelle ich mir das vor ungefähr. Okay. Hey, wir haben einen Werkzeugkasten. Hey, schön, dass wir vorher schon unseren ganzen Müll verbraucht haben. Und ein Buch, das... Was macht es? Explosionsradius ist jetzt zweimal so groß. Cool. Oh, yeah. Dum, 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 dum. Dum, dum. Dum. Dumm. Messer kaputt. Katsching. Und wir könnten noch, weiß ich nicht, das Heiltempo. Ja, ich hätte sparen können auf Schwanken der Waffe. Das wäre vielleicht noch irgendwie sinnvoller gewesen, finde ich. Unterm Kampf wird sich nicht geheilt. Wer sich unterm Kampf heilen muss, ist des Todes. Ach. Ich bin gerade verwirrt, weil ich auch The Evil Within privat so ein bisschen nebenher spiele und die, also den zweiten Teil, und die von der Steuerung her dann doch auch wieder ähnlich sind. Also, ja, genau, Third-Person-Shooter und sowas und, aber die Knöpfe sind halt dann doch wieder teilweise unterschiedlich belegt und ähnliche Spiele mit anderer Knopfbelegung zu spielen, das ist nicht gut. Ich meine, ich könnte sogar, weil ich spiele ja The Evil Within am PC mit einem simulierten PS4-Controller über Steam und so. Ich könnte ja sogar, wenn ich wollen würde, den Controller genauso fein justieren, dass die Steuerung genau mit The Last of Us übereinstimmt. Und dann wären alle glücklich, außer ich, weil ich muss dann ewig lang irgendwie Knöpfe belegen. Und ich habe keinen Bock, Knöpfe zu belegen. Ich will zocken und nicht hier Knöpfe belegen. Außerdem, sowas wie das hier gibt es ja gar nicht bei The Evil Within 2. Da hat unser Protagonist kein super Gehör. Gibt ja doch ein paar feine Unterschiede. Dafür kann man in The Evil Within 2, muss man aktiv in Deckung gehen und sowas. Das ist ja hier eher so nebenbei, automatisch. Hallo Ellie, hier liegt ein Zettel. Streicht der gerade Sachen durch? Hier ist nichts außer medizinischem Krempel. Ich kapier's nicht. Sieht aus, als wären sie überstürzt geflohen. Vielleicht nicht alle davon. Bleib in meiner Nähe. Oh-oh. Geräusche. Ellerino, wo gehst du hin? Hier ist eine Kiste. Macht keinen Sinn, die zu plündern, denn der Deckel ist zu und wir öffnen keine Deckel. Kukuruku, Kukuruku. Hilfe, ich glaube, ihr müsst mich bald erschießen. Bald ist es soweit. Ich glaube, der Fernseher ist im Eimer. Ich glaube, der ist so schön synchron gesplittert, links und rechts genau gleich. Das hat fast schon wieder Style. Ich glaube, das mache ich jetzt bei meinem Fernseher daheim auch. Dann ist es quasi ein wie ein Tribal, wie ein Tattoo. Ich würde mich gerne tätowieren lassen. Es ist hauptsächlich eine Geldfrage, weil ich will momentan keine, was weiß ich, 2000 Euro für sowas wie ein Tattoo rausschmeißen. Aber ich hätte gern so die Unterarme beide voll tätowiert. Das wäre nice. Noisy. Das fände ich schon, das gefällt mir schon.
Ich stehe überhaupt auf so Tattoos. Bunte Tattoos. Der Fernseher ist genauso, Hanna oder wie die heißen, genauso gesprungen wie der unten. Irgendwas stimmt hier nicht, Ellie. Irgendwas ist ja faul. Irgendwer schafft es hier exakt. Irgendwas stimmt hier nicht. Nein. Ich drücke lieber den Feueralarm. Vielleicht kommt dann die Feuerwehr und rettet uns. Das wäre ja witzig, oder? Wenn die Feuerwehr irgendwie... Also es wäre so albern, wenn das funktionieren würde. Apropos albern, wo sind eigentlich die Videospielparodien hin? Frage ich mich immer. Es gibt zwar ein paar Spiele, die so kleine Parodien sein wollen, aber das sind immer sehr Mini-Indie-Spiele, die meistens halt auch nicht besonders gut sind. Ich hätte gern wieder eine gute Videospielparodie. Gut, das neue South Park vielleicht so ein bisschen, aber... Naja, Leute, es ist wieder Schluss für heute. Durch diese Tür gehen wir beim nächsten Mal. Wer weiß, was sich dahinter verbirgt. Macht es gut und bis morgen. Holleri, holleri, hollero. Tschüss. Danke fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Liken und abonnieren bitte nicht vergessen. Und wenn ihr den Kanal noch weiter unterstützen wollt, schaut doch bitte auf patreon.com/lsbr vorbei, wo ihr den Kanal schon mit einem kleinen Betrag im Monat unterstützen könnt. Und schon ab einem Dollar erhaltet ihr Zugriff auf exklusive Let's Plays nur für Patreons. Danke und ciao.